Und ich möchte als erstes ein Wort lesen in 1. Korinther 1, Vers 18. 1. Korinther 1, Vers 18, da heißt es, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Das Wort vom Kreuz hat eine Bedeutung. Und wenn dieses keine Bedeutung gehabt hätte, dann hätten heute kein Mensch darüber gesprochen. Und zwar dieses ganz besondere Kreuz. In der Antike wurden Tausende, vielleicht Hunderttausende von Menschen gekreuzigt. Es war eine sehr, sehr bekannte Methode, Menschen grauenvoll umzubringen. Und nicht nur im Römischen Reich. Ich habe vor kurzem mal gelesen die Geschichte, wie Alexander der Große die Stadt Tyros eingenommen hat und die Festung auf der Insel. Der hat das damals auch schon praktiziert. Und die Menschen, die sich bis zum Schluss gewehrt haben und versucht haben, ihre Festung zu halten, die haben die später in wildem Hass alle an Kreuze genagelt und aufgestellt, alle Straßen gesäumt, um Menschen zu zeigen, das blüht euch, wenn ihr euch nicht uns unterwerft. Grausame Herrschaft über die Menschen. Aber Paulus schreibt hier und sagt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Ich habe heute Morgen mal einmal gegoogelt und habe mal geschaut, wie ist das Verhältnis auf der Welt, wie viele Menschen zählt man zu Christen oder zu anderen Religionen. Und die fünf Weltreligionen, die Hauptweltreligionen, ich habe nachgeschaut, es gibt ungefähr 2,3 Milliarden Christen auf der Welt, die das Kreuz als ihr Symbol bezeichnen. 2,3 Milliarden Menschen auf dieser Welt sagen, oder der eine mehr, der andere weniger, glauben, das Kreuz bedeutet für mich etwas. Das Wort vom Kreuz ist für mich hat für mich eine Bedeutung, hat für mich eine Kraft. Dann kommt der Islam mit ungefähr 1,6 Milliarden Menschen. Und man könnte sagen, Islam, was hat der mit dem Kreuz zu tun? Der Islam versucht, das Kreuz wegzunehmen aus dem Erlösungswerk Gottes. Auch im Koran steht etwas vom Kreuz geschrieben. Auch im Koran steht von Isa, dem Prophet wird er dort genannt, der zu den Menschen kam. Und der Koran schreibt, Isa ist nicht am Kreuz gestorben, es war jemand anders. Einer, der ihm ähnlich war. Und da sehen wir schon, dass es hier zwei Mächte gibt, die aufeinander prallen. Und die eine Macht versucht, das Kreuz und das, was am Kreuz geschah, irgendwie wegzudiskutieren oder wegzumachen. Damit die Menschen nicht daran glauben. Und wir sehen, 1,6 Milliarden Menschen auf der Welt gehören zum Islam. Die glauben, dass das, was im Koran geschrieben steht, der Koran, der 600 Jahre nach der Bibel geschrieben wurde, verfasst wurde, behauptet plötzlich, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, was Gott am Kreuz vollbracht hat, das ist nicht wahr. Jesus starb nicht am Kreuz. Und hier sehen wir schon, wie zwei Mächte gegeneinander kämpfen, damit das Kreuz oder das, was am Kreuz geschah. Ich möchte heute nicht das Kreuz verherrlichen. Es geht letzten Endes nicht um das Kreuz, sondern es geht um denjenigen, der am Kreuz starb. Wenn wir die anderen zwei großen Weltreligionen betrachten, der Hinduismus und Buddhismus. Der Hinduismus hat ungefähr 940 Millionen Anhänger, also fast eine Milliarde. Der Buddhismus ungefähr 460 Millionen Anhänger, also eine halbe Milliarde. Auch die haben ein Kreuz als Symbol in ihrem Glauben. Aber es ist das Hakenkreuz. Und ich denke, gerade wir Deutschen wissen aus der Geschichte, was das Hakenkreuz über die ganze Welt gebracht hat. Tod und Verderben. 50 Millionen und mehr, man kann die Zahl gar nicht beziffern, die im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind unter dem Hakenkreuz. Man nennt es dort die Swastika, oder ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Man spricht von einem Sonnenrad, aber letzten Endes
sehen wir, dass auch das nicht das ist, wovon die Bibel spricht. Das Kreuz, das uns Erlösung bringt, das eine Gotteskraft ist. Das Wort vom Kreuz. Und da möchte ich auch ganz deutlich sagen, es hat eine Bedeutung und scheidet die Menschen in zwei Kategorien. Es ist immer so. Es scheidet die Menschen in zwei Kategorien. Für die einen ist es lächerlich. Für die einen ist es eine Torheit, eine Dummheit oder wie man es auch anders ausdrücken möchte. Und es gibt Menschen auf der Welt, für sie ist es eine Gotteskraft. Für sie ist es etwas ganz Besonderes, was dort am Kreuz auf Golgatha passiert ist. 15 Millionen Juden glauben heute noch nicht, dass es Jesus Christus, der Jeschua, der Messias, der eigentlich für sie dort am Kreuz auch gestorben ist. Der König der Juden. Und dann gibt es auch noch Satanisten. Davon habe ich keine Zahl gefunden, aber allein in Deutschland habe ich eine Statistik gesehen, 60.000 Satanisten, die das Kreuz umgekehrt halten, die das Kreuz verschmähen, die mit aller Gewalt versuchen, das Kreuz in den Schmutz zu ziehen, in den Dreck und irgendwie es zu verachten und es irgendwie zu zertreten. Wir sehen also, dass in unserer Welt heute, 2022, gibt es Milliarden von Menschen, die sich Gedanken über ein Kreuz machen. Die einen über ein Hakenkreuz, die anderen verachten dieses Kreuz und die anderen lieben dieses Kreuz und verehren es. Dieses Kreuz gibt es millionenfach als Symbol aus Holz und Stein. Wir haben hier eine Kirche, ich habe gerade mal nachgedacht, drei Kreuze, eins ist draußen beleuchtet, dass man das nachts auch von der Umgehungsstraße sehen kann. Hier drinnen haben wir ein Holzkreuz als Symbol hängen und draußen haben wir eins aus Sandstein eingemauert in die Wand, um zu zeigen, wir sind Menschen, die glauben an das Kreuz, die glauben an das Wort vom Kreuz, dass es für uns eine Gotteskraft ist. Was hat das damit für eine Bewandtnis? Und Geschwistern, letzten Endes, wie ich schon sagte, es geht in erster Linie nicht um das Kreuz selber, sondern es geht um Jesus Christus von Nazareth, den König der Juden, der dort am Kreuz starb. Vor 2000 Jahren fast stand Jesus vor Pilatus, einem weltlichen Richter. Und dieser Pilatus ist hin und her gelaufen und konnte nicht verstehen, was da vor sich geht. Die Juden haben geschrien, kreuzige, kreuzige ihn, weg mit ihm. Pilatus hat dreimal ausgesprochen, ich finde keine Schuld an ihm. Er hat gesagt, ich weiß nicht, was ihr wollt. Ich finde keine Schuld an ihm. Er hat Jesus gefragt, wer bist du? Bist du der König der Juden? Jesus hat es bejaht. Und dann hat Jesus gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann würden meine Knechte, meine Diener würden für mich kämpfen. Ein Engel hätte gereicht, um dem ganzen Spektakel ein Ende zu bereiten. Aber Jesus ist diesen Weg ans Kreuz gegangen, weil er wusste, das ist der Plan Gottes, der Rettungsplan Gottes. Und Pilatus hat später an dieses Kreuz diese weltberühmte Inschrift geschrieben, Jesus von Nazareth, König der Juden. In den drei Weltsprachen, die damals gängig waren auf der ganzen Welt, in hebräischer, in lateinischer, in griechischer Sprache, damit die ganze Welt es erfährt und hört, Jesus Christus von Nazareth, das ist der König der Juden. Und er ist am Kreuz gestorben und dieser Kreuzestod hat eine Bedeutung, die bis heute noch eine Wirksamkeit hat, die heute noch eine Kraft Gottes ausstrahlt für die Menschen, die daran glauben. Ich möchte eine ganz kurze Geschichte vorlesen im vierten Buch Mose. Da hat Gott schon vor 3.500 Jahren ungefähr ein Beispiel, ein Exempel statuiert und gezeigt, was dieses Kreuz letzten Endes bedeutet und bedeuten wird für die ganze Menschheit auf dieser Welt. 4. Mose 21. Kapitel vom 4. Vers bis zum 9. Vers werde ich lesen. Da heißt es folgendes. Da brachen sie auf von dem Berg Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben.
Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an eine Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Diese Gegebenheit, die geschehen ist vor ungefähr 3.500 Jahren, als das Volk Israel unterwegs war aus Ägypten in das verheißene Land, in der Wüste, immer wieder haben sie gegen Gott aufbegehrt. Immer wieder haben sie gemurrt, immer wieder haben sie Gott Vorwürfe gemacht. Immer wieder haben sie gegen Gott gesündigt. Und die Bibel sagt uns eigentlich ganz klar und deutlich, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Der Lohn der Sünde ist der Tod, das sagt uns die Bibel ganz klar und deutlich. Und hier schickt Gott feurige Schlangen unter das Volk. Der Zorn Gottes entbrennt über die Sünde. Wisst ihr, Gott wird heute in der modernen Welt sehr harmlos gemacht. Und man hat heute einen Gott den Menschen dargestellt, der keine Fliege was zuleide tun kann. Der immer nur zu allem Ja und Amen sagt. Das ist falsch. Die Bibel zeigt uns einen Gott, der die Sünde hasst. Und dessen Geist zornig wird, wenn die Menschen sündigen. Und hier entbrennt der Zorn Gottes über die Sünde, die das Volk immer wieder ihm gegenüber getan hat. Und die Bibel sagt uns, da kommen feurige Schlangen. Und sie beißen das Volk. Und sie beißen die Menschen. Und jeder, der gebissen ist, stirbt. Und sie haben kein Mittel dagegen. Sie haben keine Möglichkeit, vor diesem Tod gerettet zu werden. Und sie laufen zu Mose und sagen: Mose, bitte Gott, den Herrn für uns. Und Mose betet zu Gott. Mose betet zu Gott und sagt: Gott, erbarme dich über dieses Volk. Es ist dein Volk. Du liebst doch die Menschen. Und Gott gibt dem Mose einen Rettungsplan. Gott sagt: Mose, mach eine Schlange aus Kupfer oder Erz, wie auch immer, und richte sie hoch auf einem Kreuz, auf einem Stab oder wie auch immer, dass sie für alle sichtbar ist. Und die Bibel sagt uns, jeder, der diese Schlange angeschaut hat, der blieb am Leben. Der wurde gesund. Eine sehr interessante Geschichte. Es gab nur eine Möglichkeit, von diesem Tod gerettet zu werden. Der Blick auf diese Schlange. Die Israeliten konnten sich mühen, wie sie wollten. Sie konnten ein Rezept nach dem anderen ausprobieren. Sie konnten machen, was sie wollten. Aber es half ihnen nichts gegen diesen Tod. Nur der Blick auf diese Schlange. Und jetzt schauen wir im Neuen Testament, was Gott sagt zu dem Sterben und Leiden am Kreuz Jesu auf Golgatha. In Johannesevangelium, 3. Kapitel, ich lese vom 14. Vers, da heißt es: Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und wenn wir das wissen, das lesen, dann verstehen wir, warum das Kreuz für die ganze Menschheit so eine riesengroße Bedeutung hat. Gott sagt, Jesus Christus hat es hier ausgesprochen, hat gesagt: Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Alle Menschen haben gesündigt. Das lesen wir, eine Bibelstelle möchte ich Ihnen aufschlagen. Das ist Römer 3, Verse 23 und 24. Ich komme gleich nochmal zurück zu dieser Bibelstelle. In Römer 3 lesen wir Verse 23 und 24. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Oder man kann es auch anders übersetzen. Hier heißt es: Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hat, und werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Alle Menschen haben gesündigt und können die Herrlichkeit Gottes nicht erlangen.
Das ewige Leben, das Paradies, wovon jeder Mensch letzten Endes träumt. Jede Religion verspricht den Menschen, irgendwie kannst du vielleicht in das Paradies kommen. Aber nirgendwo, wie in der Bibel, lesen wir einen ganz konkreten, sicheren Weg, der uns wirklich das Paradies aufschließt. Und der uns wirklich einen Weg zeigt, wie wir dieses Paradies, die ewige Herrlichkeit, das ewige Leben bekommen können. Nämlich durch Jesus Christus, durch den Glauben an ihn. Und jetzt möchte ich noch einmal zurückkehren zu dem Wort in Johannes 3, Verse 14. Ich werde noch einige Verse mehr lesen. Ich lese noch mal, wiederhole den 14. und 15. Vers. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich möchte hier das Wort alle unterstreichen. Hier sind alle gemeint, ausnahmslos, alle 8 Milliarden Menschen, die wir heute knapp auf dieser Welt haben. Denen wird dieses Angebot gemacht und gesagt, alle haben gesündigt. Alle Menschen können das ewige Reich nicht erlangen. Alle verlieren wir das Paradies durch die Sünde, weil der Zorn Gottes über die Sünde kommt. Niemand von uns kann selber irgendwie sich heilen von dieser Sünde, von dieser Krankheit der Sünde. So wie die Menschen in der Wüste, als Mose mit ihnen durch die Wüste wanderte. Keiner hatte irgendein Gegengift gegen dieses Schlangengift. Es gab nur eine einzige Möglichkeit. Gott hat gesagt, Mose, richte die Schlange auf. Und alle, die auf diese Schlange sehen, die werden gerettet werden. Und genau so geschah es auch. Und die Bibel sagt uns hier ganz klar und deutlich, wie Mose die Schlange erhöht hat in der Wüste, so musste des Menschensohn erhöht werden. Darum ist Jesus diesen schrecklichen, schmählichen Tod am Kreuz gestorben. Und er hing dort ausbreitend seine Hände für alle Menschen, für alle, hier heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und die nächsten zwei Verse sind genauso schön und genauso herrlich und genauso wunderbar für uns Menschen. Da heißt es im 17. und 18. Vers, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. In der Wüste war es der Mose, der für das Volk Israel gebetet hat und hat gesagt, Vater im Himmel, Gott, bitte sei ihnen gnädig. Für uns hat Gott Jesus auf diese Welt gesandt. Und er betete sogar für seine Mörder, die ihn ans Kreuz nagelte und sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da ist ein Hohepriester auf die Erde gekommen, noch viel größer als Mose, noch viel größer als alles, was wir uns vorstellen können, der sogar als man ihn ans Kreuz nagelte, für uns Menschen bat und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Gott hat Jesus Christus in die Welt gesandt und nicht um die Welt zu verdammen und nicht um den Sünder in die Hölle zu stoßen, sondern umgekehrt. Jesus ist gekommen, um die Menschen zu erlösen. Hier heißt es, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Und im 18. Vers heißt es, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und das ist der Grund, warum die ganze Menschheit heute sich Gedanken macht über das Kreuz. Was ist dort passiert? Warum ist das Kreuz so wichtig? Warum ist das Wort vom Kreuz für die einen eine Torheit? Die sagen, das ist unbegreiflich. Im Russischen heißt es Bizumie, kannst du, ja? Bizumie, das ist Verrücktheit. Und für die anderen ist es Gottes Kraft. Warum? Weil es denen, wie es hier heißt, die daran glauben, ewiges Leben gibt. Und es sind Millionen von Menschen auf dieser Welt, die haben es erfahren. Die haben es erlebt, nachdem sie ihren Blick auf das Kreuz von Golgatha gerichtet haben, haben sie Vergebung der Sünden bekommen. Das ist etwas, was sie erlebt haben, was sie gespürt haben. Eine Veränderung in ihrem Leben. Hier vorne haben wir die Jungs sitzen aus dem Heim. Ich bin heute sehr froh, dass ihr alle hier seid.
Ja, Menschen, die viele von ihnen, die in Drogen, in Alkohol verstrickt waren, gefangen. Und diejenigen, die an Jesus glauben, werden frei. Wir haben heute viele, die in unserer Gemeinde bezeugen können und sagen können, ich war einmal gebunden in Sünde, in Alkohol, Drogen, in andere Gebundenheiten. Aber ich habe meinen Blick auf Jesus gerichtet und er hat mich frei gemacht. Und sie leben heute ein neues Leben, ein ganz anderes Leben. In der Kraft Gottes, weil sie diese Kraft Gottes angenommen haben. Weil sie diesen Glauben an Jesus Christus in ihrem Leben erlebt haben. Sie haben ihn angenommen. Und das kann heute jeder Mensch tun. Hier heißt es alle. Ich möchte es noch einmal unterstreichen. Es steht hier immer alle. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. In dem Vers davor heißt es, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Der Glaube an Jesus Christus, an sein Opfertod. Er ist am Kreuz gestorben, nicht weil das besonders spektakulär gewesen ist, sondern weil er damit unsere Sünde bezahlt hat, weil er damit unsere Strafe auf sich genommen hat. Im Propheten Jesaja hat Gott es schon hunderte Jahre vorher vorhergesagt. Da gibt es einen wunderbaren Satz, der heißt, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Strafe liegt auf ihm. Jesus ist deshalb so grausam gestorben, weil er unsere Strafe auf sich genommen hat. Weil er die Strafe von Millionen und Milliarden von Menschen auf seine Schultern genommen hat. Und nur er konnte es tun, weil er sündlos war, weil er der Gerechte war. Und selbst Pilatus, der weltliche Richter, musste eingestehen und musste sagen, ich finde keine Schuld an ihm. Sündlos, schuldlos ging er ans Kreuz und sein Blut hat er vergossen, damit wir rein werden. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das ist die beste Botschaft, die es gibt auf dieser Welt. Das ist die herrlichste Botschaft, die die Menschheit je hören konnte. Und darum ist Jesus Christus derjenige, der heute die meisten Nachfolger auf dieser Erde hat. Er hat nicht mit Schwert gekämpft, nicht mit Kanonen, wie wir es heute wieder haben in dieser Welt und selbst hier in Europa, nicht mit Panzern, sondern er hat sich selbst hingegeben. Seine Waffe war die Liebe. Er hat gesagt, ich habe dich so lieb, dass ich bereit bin, für dich zu sterben. Ich liebe dich so sehr, dass ich selber deine Schuld wegnehme. Und das ist das Wunderbare, dass heute noch, im Jahr 2022, heute an diesem Karfreitag, jeder Mensch diese Erlösung, diese Rettung annehmen kann. Und wir werden gleich noch einmal zusammen beten. Und ich möchte heute jedem diese Möglichkeit geben. Vielleicht ist jemand hier und er spürt, das ist mein Problem. Ich lebe noch in Sünde. Die Last meiner Sünde drückt noch auf meine Schulter, auf meinem Gewissen. Du kannst heute davon frei werden, indem du deinen Blick auf Jesus Christus wendest. Es gibt ein Vers, das sind so kurze, prägnante Verse in der Bibel. Da heißt es, blickt auf ihn, aller Welt enden, so werdet ihr gerettet. Blick auf ihn, die ganze Welt, alle 8 Milliarden Menschen, wenn sie heute auf Jesus blicken würden und im Glauben ihn annehmen würden, als den Sohn Gottes, den Gekreuzigten, dann würden sie alle gerettet werden. Alle, für alle hat Jesus Christus sein Blut vergossen. Und du darfst heute diese Gelegenheit ergreifen. Ist hier, die Bibel sagt uns auch, dass wir klar bekennen müssen, dass wir uns zu seiner Seite stellen müssen. So wie der Schächer, von dem wir heute gehört haben. Der eine hat sich gegen Jesus ausgesprochen. Der andere hat gesagt, Herr, gedenk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagte zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wenn wir bekennen, ja, ich glaube an Jesus, ich will ihm nachfolgen, ich will zu ihm gehören, dann wirst auch du heute diese Vergebung empfangen. Dann kannst auch du heute ein Kind Gottes werden und Nachfolger Jesu Christi.